Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play von Akuji the Heartless, Part 2. Ja, ich hab's jetzt ein bisschen hingekriegt, also die Cutscene, also das Intro, was ihr gesehen habt, war leider immer noch nicht komplett, komischerweise. Aber, ja, hier kommen nicht so viele Cutscenes vor, ich hoffe nur, dass die End-Cutscene nicht geschnitten wird, weil das wäre schon echt... Boah, das wäre mies, wenn die Endcutscene geschnitten würde. So, also geht der Sprung, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, Palabra war nicht weiter, sondern gehen wir weiter nach Pluton. Der Tempel der Tränen. Okay, die Blitzspirale wird sie dem Untergang weihen. Der Schlüssel zum Entkommen? Zerstören sie die Quelle ihrer Gegner. Alles klar, dann machen wir das. Schauen wir uns erstmal wieder die Cutscene an hier, ne? Wie gesagt, 100% Challenge. Als der Baron meine Familie in den Schmutz zog, hätte ich mich am liebsten ereifert oder ihn sogar getötet. Aber der unerwartete Verrat meines eigenen Bruders versiegelte mir den Mund und lähmte meine Hand. Der Baron hatte ja recht. Also biss ich mir auf die Zunge. Der salzige Blutgeschmack half mir, meinen Zorn auf sein wahres Ziel zu richten. Meine Vorfahren. Genau. Wir sollen unsere... Wir sollen die Unterwelt von... den Vorfahren Höllenschlag. Ja, befreien, beziehungsweise ja, säubern sozusagen. Akuchis Vorfahren waren ja böse. Und ja, genau, würde ich sagen, springen wir direkt mal hier hoch. Haben wir direkt zwei Zauber hier. Höllenschlag, das ist ein neuer Zauber. Schaut mal hier. Zack. Das sind so Flammenstöße, das ist auch sehr geil gemacht. Ah, die Steuerung, ja, ich weiß. Zack, so geht das. Okay, alles klar. Ja, ich weiß nicht, ob der Sound sogar vielleicht ein bisschen leise ist. Das muss ich dann nochmal checken. Aber ja, erstmal schön spielen hier. So, da sind zwei Mücken. Die machen wir mal weg. So, okay. Ja, wie gesagt, das sieht grafisch doch, finde ich, um einiges besser aus als bei meinem Let's Play damals. Also ich habe das ja auch normal Let's Played. Und ja, genau. Warte mal, wo geht das jetzt hier so? Genau. Das sieht besser aus auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal weiter. Ah, ich habe noch die Steuerung von Teng Shu so ein bisschen drin. Hier so mit hier kriechen und so. Nee, das ist was anderes. Mucke hier ist geil. So. Haben wir hier. Und zack, 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 zack. Das ist eine Mumie. Das soll eine Mumie sein. Ah, ruckler. Scheiße. Nein, hör auf. Oh, Rechner. Ach, Gott sei Dank. Ja, die Ruckler kennen wir ja noch. Das ist bei meiner CPU irgendwie, die ist nicht mehr die neueste. Und ja, keine Ahnung. So, dann. Was gibt's hier noch was? Ah ja, Voodoo-Puppen, okay. Mucke ist geil. Ah, ich hab was gehört. Ist das so ein Mumienaffe, ja? Blutschild. Ah, Blutschild. Den zeige ich euch auch gleich mal. So, wo ist denn der? Hier war doch ein Gegner. Ich hab eben einen gehört. Verarsch mich nicht, Spiel. Dann wahrscheinlich wieder hier draußen, oder was? Ja, genau. So, zack, zack, zack. Da verbrennst du, mein Freund. Das war's schon. Den Stein müssen wir nämlich da hinten drauflegen, ne? Wie beim ersten Level gehört hat. Ah, hier sind wieder so komische Grafikbugs drin, ne? Das ist halt, weil ich dieses andere Plugin genommen habe. Deshalb. Aber, ja. Es geht im Moment halt nicht anders bei dem Game. Oh, Lecksprung. Lecksprung. So, und das leuchtet eigentlich auch. Oder soll ich vielleicht sogar... Ah, ich weiß nicht, soll... Nee, mit dem Plugin hat die Cutscene nicht geleckt. Aber es ist halt... Das sind... Ah, Spasti! Hey, 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 hey! Hör auf! Die ziehen nämlich übelst viel ab. Nee, mit diesem Plugin... da gibt's aber Grafikbugs irgendwie so komische. Da kann man halt manchmal... Aha, wichtig. Wir gehen hier gleich nochmal zurück. Weil wenn wir zurückgehen, dann kommt hier... noch einen Kopf raus. Genau. Den holen wir einfach. Den holen wir uns. Ah! Okay, Typ. Und zack, weg mit dir. So. Haben wir hier einmal so.
Und seht ihr da, auf einmal ist da ein Vorfahr. Die müssen wir sammeln. Okay. Oh, es ruckelt wieder, oh mein Gott. Scheiße. Ah, auf. Ja, mein Rechner arbeitet wieder irgendwas. Das Festplattenlämpchen leuchtet. Ah, ja, 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 Spasti. So, ja, wie gesagt. 100%. Ich probiere es wirklich. Ich gebe mir das. So, dann. Ah, da ist der. Da ist doch einer. Ja, da ist einer. Oh, scheiße. Ah, scheiße. Man kann sich doch auch irgendwie hier... Ja, genau so. Zack. Ja, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Aber, ja, genau. Ah, die Musik ändert sich. Ist auch sehr geil. So, da ist eine Mücke. Ja, da ist, glaube ich, noch eine irgendwo. Hm? Ja. Da ist noch eine. So, zack. Genau. Jawohl, Akuchi. Ach, ich freue mich so drauf. Das wird toll. Ein schön gemütliches, levelbasiertes Spiel. Ah! Kehren Sie zu diesem Altar zurück, wenn Ihre Zauber verbraucht sind. Ja. Das wäre... Das ist so bescheuert. Schwarze Quadrate schwimmen durchs Wasser. Ah, ich glaube... Ich weiß ja in etwa, wann die Cutscenes kommen. Ich glaube, ich werde das wieder wechseln. Im dritten Level werde ich das Plugin wechseln. Und ja, genau. Und dann im letzten Level. Also es gibt eine Cutscene noch am Ende. Da werde ich dann wieder hierzu wechseln. Und dann hoffentlich, ja, die End-Cutscene mit euch genießen. So, aber ich muss jetzt erstmal hier ganz vorsichtig, weil hier sind überall Abgründe. Und darunter fallen ist nicht nett. Hier gibt es zwar Checkpoints. Aber will ich nicht riskieren, trotzdem nicht. Ah, okay. So, da hast du Regenbogengeschoss. So, genau. Der kotzt wiederum. So, genau. Ja, das hier, das ist jetzt so bescheuert. Schaut euch, ah. Nee, aber schaut, ah. So, schaut euch das mal an. Normalerweise ist das so, ist das generell an. Und nur wenn ich hier hingehe, ist das an. Bisschen komisches Plugin. Werde ich ändern. So. Genau, wir müssen zweimal. Da oben ist noch eine Lampe gewesen. So, erstmal die Mücke. Nee, dann nicht die Mücke. Dann nehme ich halt den Tod hier. Und zack, 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 zack. Das sind die Teile, wo die Gegner rauskommen. Und genau. Jo, wo ist jetzt die Mücke? Da ist die Mücke. So. Ah, sehr große Hitbox, das ist sehr gut. Und wir kriegen ein Leben, weil wir 100 von den Dingern gesammelt haben. Ist das nicht toll? So, zack. Ja, genau. Und das ist halt Akuchi the Heartless. Da ist das nächste Ding. Speichern auf jeden Fall. Sehr gut. Und genau, so, zack. Und speicher das. Ah, beziehungsweise mach es auf. Genau. Und da kommen wir schon weiter. Aber... Es gibt hier noch so ein paar Sachen zu holen. Oh, Mann. Ah, dieses scheiß Plugin, ey. Ich wechsle das auf jeden Fall zum nächsten Level. Die ersten Level sind ja noch relativ kurz, da kann man das noch machen. Aber wenn die Level dann... Was ist das denn hier? Wenn die Level dann länger werden, dann ist das scheiße. Ah, das war nur okay, nee. Ich dachte, ich hätte was Neues gefunden, Nakuchi. Das wäre es ja gewesen. So. Ah, die Kamera, ey. Die Kamera muss ich mir noch eingewöhnen. Ah, da ist der. So, wie mache ich das jetzt? Ah, fuck! Ich habe die Steuerung wieder vergessen. Ah, blöd. Das ist hier, genau. Ah. Ja, alles klar. Ja, dann mach. Dann. Die Mumie oder der Affe oder was das ist, was das sein soll. Keine Ahnung. Da kriegst du wieder meine Regenbogenkanone ins Gesicht. Ist nett, ne? Ist nett, auf jeden Fall. Dann zack. Genau. Ah, hier ist die Kamera, ja. Ach, muss ich mich noch dran gewöhnen. Ja. Todesring. Das ist ein neuer Zauber. Todesring. Den zeige ich euch direkt mal an dem Typen hier. Zack! Ho, der ist krass, der Zauber, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, und Akuchi the Heartless, ja, finde ich eine Mischung aus... Ja, lacht mich aus, aber finde ich eine Mischung aus Crash Bandicoot und Shadow Man. Ganz ehrlich. Oh, ja, Ruckel. Ruckler. Halt die Klappe gleich, ne? Und zack. Und nochmal. Genau. So, da sind gute Puppen drin.
Genau. Und hier haben wir doch eben gesehen, ne? Hier, genau. Ein weiterer Vorfall. Ah! Dann haben wir auch schon alle. Sehr schön. Sehr gut. Und komm. Und komm. So. Hier muss ich mir nämlich mich umschauen. Wie ihr seht, da ist noch so ein Ding. Obwohl das aktiv sein müsste, ist es schwarz. Ein bisschen blöd. Da ist noch eins. Da hinten können wir direkt mitnehmen. Hier so, zack. Nächste Laterne. So, dann. Dann war da oben noch eins, genau. Und das letzte ist, glaube ich, hier rechts. So, zack. Sehr schön. Ja, das wird quasi schon fast ein Walkthrough werden. Also Akuchi kenne ich wirklich noch sehr gut. Und ja, und hier oben ist das letzte. Genau, ich nehme erstmal den Zauber hier mit. Es ruckelt wieder. Naja, das. Nee, das geht gar nicht. Mit diesen Rucklern da. So, da haben wir alle. Sehr schön. Und da geht was auf. Alles klar, dann. Das Herz hier noch mitnehmen. Und. Da ist ein Gegner. So, das ist nämlich ein Dämon da hinten. Du. So, du hast 5-mal und dann bist du schon tot. Ja, diese Dämonen, das sind weibliche Gegner. Habe ich meine Probleme gehabt früher mit. Also, das war ja schon krass. Ja. Naja, okay, dann gehen wir mal weiter. Und hier jetzt in die letzte Stage, würde ich mal sagen. Jawohl. Alles klar, jetzt geht's los. Ah, ich habe noch genug Zauber, das passt so. Zack. Zack. So, wir müssen jetzt nämlich hier in jeder Ecke ein Dings hier zerstören. Ah, komm. Mach schon so. Zack. Zack. Da kommen nämlich Gegner raus. Hatte ich früher auch extremste Schwierigkeiten mit. Ich weiß noch, in meinem Let's Play wäre ich hier fast gestorben. Und, ja, aber jetzt nicht. Diesmal nicht. Ah, da ist ein Typ. Okay, zack. Ah, da ist noch einer. Ah, hier, seht ihr, hier kommen die nämlich raus. Zack. Genau, die kotzen nämlich gerne. Und zack, 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 zack. Mach's kaputt, danke. Sehr schön. Da haben wir das auch. Cool. Level ziemlich gut gemeistert, würde ich sagen. Haben wir auch alles? Ja, wir haben alles, alles klar. So. Dann, ja, geschafft das Level. Sehr schön. Puppen noch mitnehmen. So. Und das war's. Yeah, schön jumpen hier. Zack. So. Gut. Dann. Oh, da war wieder ein komischer Sound. Okay. Das speichere ich mal direkt. Ja, speichern, speichern. Hä? Der hat's gar nicht gespeichert beim letzten Mal. Was für eine Verarsche ist das denn? Zum Glück mache ich Quick Saves. Also nach jedem Level. Naja, egal. Cutscene. Du bist reinen Geistes, Akuchi, und deiner nächsten Aufgabe gewachsen. Ich habe das Tor nach Kalas geöffnet. Wenn du die Essenz deiner Ahnen eingefangen hast, musst du die Ruine des Tempels von Gurai suchen. Dort wirst du Vastu begegnen, Gurais Knecht. Besiege Vastu, um durch das Geistertor hierher zurückkehren zu können. Ja, genau. Drittes Level. Aber das würde ich sagen, Freunde. Sehen wir das nächste Mal. Ich werde nochmal gucken mit den Grafikeinstellungen, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege, dass da keine Ruckler und Lags mehr kommen. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie immer, dass ihr zugeschaut habt. Und wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Und wem gefällt, was er sieht, der mögt doch ein Like oder ein Kommi da lassen. Oder ein Abo oder weitersagen, je nachdem, was ihr wollt. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, bis denn, ne? Ciao, ciao.